Das Motto unserer 189. Montagsdemo heute lautet: Ihr kriegt uns nicht los, wir euch schon. Aus diesem Motto spricht ein unheimlich großes Selbstbewusstsein. Und manchmal kommt es ja einmal ein bisschen abhanden, das Selbstbewusstsein und das Vertrauen in die eigene Stärke. Zum Beispiel, wenn man sich vor Augen führt, wie hier ungerührt weiter zerstört wird. Wohlgemerkt und nachgewiesenermaßen für einen Rückbau unserer Infrastruktur. Eigentlich könnte man verzweifeln und schreiend davonlaufen. Nur wohin? Mittlerweile wissen wir alle, dass das hier kein Ausrutscher ist, sondern System hat. Und das quasi weltweit. Unsere Aufgabe ist also, hier zu bleiben und nicht locker zu lassen. Und auf den Montagsdemos spüren wir etwas von unserer Stärke. So geht es mir jedenfalls. Und wenn ich hier von oben gucke, dann finde ich das wunderbar und es gibt mehr Kraft für die weiteren Kämpfe, die wir vor uns haben werden. Und immer mehr und mehr Menschen erkennen, was hier und andernorts eigentlich gespielt wird. So wie neulich erst in Untertürkheim einige Anwohner mitten in der Nacht aufgewacht sind und sofort und entschlossen für ihre Interessen eintraten. Das finde ich total ermutigend. So was muss es viel öfter geben. S21 Baustellen breiten sich in der ganzen Stadt aus, entlang der Neubaustrecke und in der Region. Die direkte Betroffenheit nimmt immer weiter zu. Die Auswirkungen auf den S-Bahn-Verkehr oder auf die Straßen sind nicht mehr zu leugnen. Unsere mühevolle Aufklärungsarbeit, das, was wir alle täglich leisten, in kleinen Gesprächen, durch Flyerverteilung, durch Aktionen, durch unsere Anwesenheit hier, diese mühevolle Aufklärungsarbeit über die Risiken und den wahren Charakter von Stuttgart 21 ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Ich weiß nicht, ob wir 99% auf der Straße sein müssen oder ob auch weniger reicht, damit wir, die da oben, endlich loswerden. Damit sich grundsätzlich etwas ändert. Damit nicht mehr der Profit im Mittelpunkt steht, sondern die Menschen und ihre Bedürfnisse. Damit S21 gestoppt wird. Aber letztlich ist die genaue Prozentmarke auch egal. Es müssen sich eben viele, ganz viele entschlossen und mutig einsetzen. Dann haben wir eine Chance. Und zwar nicht nur bei S21, sondern eine Chance, überhaupt dafür zu sorgen, dass dieser Planet auch für unsere Kinder, unsere Enkel und Urenkel bewohnbar ist. Auch darum müssen und werden wir weitermachen und oben bleiben. Die Demo aus dem Kernerviertel, bitte einen Applaus für die beiden. Wir haben heute vier Redebeiträge, ein Interview und Musik von Thomas Felder. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken. Alle fassen sich hoffentlich kurz und ich mache mich notfalls unbeliebt und werde die Redner unterbrechen. Ich tue das nicht gerne, aber nachher um 19:30 gibt es im Haus der Wirtschaft noch eine sehr interessante Veranstaltung, die ihr nicht verpassen solltet. Sie heißt: Was leistet unser Tiefbahnhof wirklich? Oder der Tiefbahnhof wahrscheinlich. Dr. Christoph Engelhardt aus München ist dabei. Ihm steht als Befürworter von Stuttgart 21 der verkehrspolitische Sprecher des Verbandes Region Stuttgart, Bernhard Meyer, gegenüber. Bernhard Löffler vom DGB macht mit und Stefan Krüger für die renitenten Kakteen der Stachel im Fleisch der IHK. Und Ministerialdirigent Hartmut Bäumer in Vertretung von Winne Herrmann wird sich auch hoffentlich wacker schlagen, oder wie auch immer das Ganze ausgehen wird. Jedenfalls lassen wir nicht zu, dass die IHK und die Bahn, die auch eingeladen sind, aber nicht teilnehmen, die Frage der Leistungsfähigkeit von der Tagesordnung absetzen. Das ist meines Erachtens unsere wichtigste Trumpfkarte. Karten gegen eine Spende gibt es noch am Stand hier an der Bushaltestelle und wenn noch welche übrig sind, auch an der Abendkasse. Eine Spende sollte sich ungefähr im Rahmen von 7 Euro bewegen. Das ist aber Verhandlungssache. So, und jetzt kommen wir zu unserem ersten Redner. Es geht um die Bundestagswahl und zwar hat Fred Valentin, ein bekannter Galerist aus Stuttgart, eine Anzeige geschaltet und alle Bundestagskandidaten aufgefordert, sich zu Stuttgart 21 konkret zu positionieren.
bitte auf die Bühne. Sehr gerne.